Ja, alarmiert worden sind die Ortsfeuerwehren Ritterhude, Ilpol und Lesum-Stotel-Werschen-Rege. Vor dem Hintergrund, dass es sich um einen Gebäudebrand handeln soll mit Personengefährdung. Daraufhin wurden auch sofort weitere Kräfte alarmiert, nämlich die Ortsfeuerwehren Stendorf, Plattchenwerbe sowie die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck und diverse Rettungskräfte. Ja, als die ersten Einsatzkräfte eingetroffen sind, stellte sich das Ganze so dar, dass auf dem Balkon des Gebäudes Feuerschein zu sehen war, beziehungsweise auch Flammenbildung, die bereits dabei war, sich in das Dach von unten reinzufressen. Gott sei Dank ist im Gebäude so gut wie gar kein Schaden. Das Feuer konnte auch schnell gelöscht werden und es befanden sich auch keine Personen mehr im Gebäude, sodass die Menschenrettung damit Gott sei Dank ausgefallen ist. Ja, zunächst sind Kräfte durch das Gebäude von innen auf den Balkon gegangen und nachdem die Drehleiter in Stellung gebracht worden ist, was hier natürlich in diesem engen Bereich dann schon wieder etwas schwieriger ist, konnte auch vom Außenangriff von außen gelöscht werden mit der Drehleiter und es konnten auch Dachpfannen aufgenommen werden, um auch dort zu kontrollieren, dass sich dort keine Brandnester in das Dachgebälk gefressen haben. Das wurde anschließend auch nochmal mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Ja, Gott sei Dank muss man sagen, ist das Feuer nahezu auf den Außenbereich zu begrenzen. Balkon, Teile der Dachhaut sind beschädigt. Im Gebäude, und das ist natürlich jetzt auch ganz wichtig, kurz vor Weihnachten haben wir so gut wie gar keinen Schaden. Ich gehe davon aus, dass das Gebäude mit Einschränkungen auch jetzt weiterhin nutzbar ist, sodass auch dort ganz normal dann Weihnachten gefeiert werden kann.